Fast ununterbrochen fließen bei dem 53 Jahre alten Lkw-Fahrer während der vierstündigen Verhandlung Tränen. Vor dem Amtsgericht in Passau wird dem Angeklagten noch einmal verdeutlicht, wie lebensgefährlich sein Fahrverhalten war. Für ihn selbst und andere, vor allem der entgegenkommende Busfahrer, hätte einen Crash wohl nicht überlebt. Ich habe schon schlucken müssen. Ich habe mir nur gedacht, was ist denn das für ein A? Und ich bin heimgefahren, ganz normalen Arbeitstag. Ich habe auch nichts gesagt. Ich habe es dem Staatsanwalt auch gesagt. Wen soll ich es erzählen? Am 23. Januar dieses Jahres fährt Franz Heinzel mit seinem leeren Bus auf der B12. Minuten zuvor hat er Schulkinder aussteigen lassen. Dann kommen ihm in dieser Kurve zwei Lastwagen entgegen. Er bremst, weicht ganz nach rechts aus. Mit viel Glück und nur 30 cm Abstand voneinander kommen die beiden Laster und der Bus aneinander vorbei. Das Gericht bezeichnet die Fahrweise des Tschechen als rücksichtslos. Er fuhr zu schnell und an dieser Stelle der B12 gilt ein generelles Lkw-Überholverbot. Die Vorschriften im Straßenverkehr seien dem Angeklagten egal gewesen, so der Richter. Ja, ist schon ein bisschen dramatisch und wir haben den Fahrer auch beobachtet. Also er zeigt Reue schon. Trotzdem, das Urteil soll eine abschreckende Wirkung haben. Übereinstimmend berichten Berufsfahrer, die als Zeugen aussagen, ähnlich gefährliche Szenen passierten auf den Straßen fast täglich. Der Staatsanwalt spricht von einer Verrohung im Straßenverkehr. Das passiert dauernd. Wir sind ja alle schuld dran an das Geschehen. Jeden pressiert's. Nur weil die anderen Fahrer richtig reagiert haben, gab es keine Toten, erklärt das Gericht bei der Urteilsbegründung. Deswegen wurde der Tscheche heute wegen vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung schuldig gesprochen, ohne Bewährung. Eine sehr harte Entscheidung vor dem Hintergrund, dass er als Berufskraftfahrer viele, viele 100.000 Kilometer im Jahr fährt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, in eine solche Situation zu kommen, ist für ihn, für den Angeklagten, ungleich höher als für einen Kraftfahrer, der 20.000 Kilometer im Jahr zurücklegt. Das hat er nicht geplant, das war ein spontanes Versagen. Der Lastwagenfahrer muss nun zunächst zurück ins Gefängnis. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Sein Anwalt will prüfen, ob er Berufung oder Revision einlegt. Thank you.